Unser Schlachtfeld liegt nicht außerhalb, sondern innerhalb von uns selbst. Am Ende werden menschliche Entschlossenheit und Wahrheit über Gewalt und Unterdrückung siegen. Wenn du glaubst, du seist zu klein, um etwas zu verändern, dann versuch doch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Zimmer ist. Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. Denke daran, dass etwas, was du nicht bekommst, manchmal eine wunderbare Fügung des Schicksals sein kann. Veränderung wird nur hervorgerufen durch aktives Handeln, nicht durch Meditation oder Beten allein. Je mehr du von Liebe motiviert bist, desto furchtloser und freier wird dein Handeln sein. Lasse das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Freude ist eine Fähigkeit, in der wir uns üben sollten.